Wollte ich nur nach Medizin fragen. Das brauche ich wieder. Wie immer. Ah, du hast hier eine Dynamitsammlung. Ich habe eine Dynamitsammlung, genau. Hier einmal Medizin. Da bist du. Herzlichen Dank. Mir gerade ein bisschen zu ruhig hier. Tja. Ach, dieser verfickte Fallschaden. Ja. Ich vergesse immer, dass es Fallschaden gibt. Wir springen hier die Klippe runter. Ah, da sind sie ja. Moment, ich komme dir zu Hilfe. Wem kommst du zu Hilfe? Dir, du wirst gerade angegriffen. Ich weiß nicht, ob du es schon gemerkt hast. Nö, ich noch nicht bemerkt. Hier ist nichts. Ah, doch hier. Doch, ja. Ja, ich bräuchte mal wirklich Hilfe. Ich bin tot. Ich weiß, Moment. Moment, du bist tot? Ja. Oder will ich mal was probieren? Was willst du probieren? Aber komm bald. Ich habe hier mit den Ster die Sterbe-Signals. Oh, hat ihn nicht erwischt? Meine Ohren klingeln jetzt ein bisschen. Ich habe einen leichten Tinnitus. Au. Hat er Schaden gemacht, Alexa? Nee, aber ich habe Kopfhörer auf. Das ist ein bisschen laut. Stell das Spiel leiser. Wie viel Das ist habe ein ich jetzt noch? bisschen. Es ist ein bisschen laut, wenn bei mir neben meinem, direkt bei mir beim Kopf was explodiert. Das ist ein bisschen. Und das war noch neben dem heiligen Baum gecampt. Das ist wirklich eine überaus beschissene Lage. Einiger Baum. Ja, hier oben, direkt vor dir. Kann ich den fällen? Kannst versuchen. Ich kann mal ein Dynamit reinstecken und gucken, ob's was bringt. Wo ist mein Zeug eigentlich? Du hast Q Wo ist denn gedrückt. mein Zeug? Hier ist mein Zeug. Hör auf, Q zu drücken. Oh! Mir ist ein Baum ins Gesicht Okay. gefallen. Was soll ich aufhören zu drücken? Ich weiß es nicht, ich bin gerade nicht im Spiel. Okay. Hast den heiligen Baum gefällt? Dynamit bringt nichts. So viel kann ich schon mal sagen. Haben wir eigentlich Zuschauer bei dieser Shitshow? Ja, Nein, haben wir nicht. ich hab immer ein paar ruhige Zuschauer, die ein bisschen, die bei mir rumwirken. Aber aktiv im Chat sind keine. Bin sehr froh darüber. Was okay ist. Ich meine, meine Community ist ja auch. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, das ist da. Deine Community ist auch inexistent, meinst du? Ja, weil sie nicht kommuniziert. Sie kommuniziert nicht, sie ist nicht da. Jetzt wird schon wieder Nacht. Ja, Moment, ich speichere kurz meinen Charakter. Ich kann nämlich jetzt Molotovs noch mit reinpacken. Wo ist das Alkohol? Okay, das Räder, es wird brennen. Burning Cree. Alter, klang das übel. Es kriegt nicht mal Fleisch, weil es im Stein gestorben ist. Schön. Okay. Armes Reh.
Was hat das Reh denn getan? Blickt. Ich hab's verbrannt. Ein Molotow-Cocktail, weil ich kann's halt. Ach du Kacke, ich hab hier schon wieder. Ja, Moment. Ich hab ein Kannibalenproblem. Nein, nein, nein! Sterb hier wieder im Wasser oder was? Bitte vielleicht. Nicht. Keine Sorge, ich bin gleich da. Ich mach nur kurz Ressourcenmanagement, damit ich auch ein paar Molotow-Cocktails noch hab. Wo sind meine Bäume hin? Ich sehe nix. Was zum Henker? So, dann sprechen wir das jetzt so ab. Da schwimmen einfach meine zwei Brummstämme im Wasser. Finde ich spitze. Cool. Können wir wieder schlafen? Können wir schlafen gehen oder wie? Ich kann noch nicht. Aus. Das ist ja herrlich. Ich warte noch drauf, dass ich wieder angegriffen werde, ausnahmsweise. Ich brauche nämlich mehr Gliedmaßen. Ich kann die Baumstämme im Wasser auch nicht aufheben, das ist das Blöde. Ich glaube, die sind verloren, die Baumstämme. Dann renne ich mal wieder. Achso, wenn sie im Wasser gelandet sind, sind sie wirklich verloren. Die kriegst du nicht mehr. Tja. Ich bin tot. Wow, die Texturen sind wirklich nicht so gut hier. Machst du grad mal kommen? Sicher, was kann ich abfackeln? Kannst gerade die Leute abfackeln, die hier bei mir sind. Und mich wiederbeleben. Ja, Moment, ich habe drei Molotow-Cocktails, die will ich benutzen. Ausdauer. Wie weit weg bist denn du gestorben? Nicht wirklich weit. Ist relativ nah an der Hütte. Findest du mich oder? Mal eins. Ja, ich bin neben dir. Dann werde ich mal über Heilung ein bisschen. Nummer 2 brennt nicht. Danke. Ja, Moment. Ich fackel noch kurz den letzten paar Leute ab. Zwei Drittel. Oh, das war ein verdammt guter Treffer. Mein okay. Balken ist gleich voll, bitte. Bitte jetzt. Ja, du, ich bin auch tot. Ah, das ist schön. Also keine Wiederbelebung hier oder was? Nö. Ja, das finde ich geil. Waren zu viele. Das finde ich ja geil. Es waren zu viele. Was soll ich machen? Das waren, glaube ich, 10 Leute. Zum Kotzen. Ja. Ist halt The Forest, ne? Willst du tun? Etwas Spaß an dem Spiel haben? Also wirklich. Soweit kommt's noch. Ah, da sind wir hier. Ja, da ist Fink. Die nächste Arm- und Beinlieferung. Ich komme gerade aus dem Flugzeug nicht mehr raus, weil es so duster hier. Ich sehe nichts. Ah, ein bisschen Licht hilft. Durch den Busch erledigt. Sehr schön. Hey! Oh, das war Durst, der mich angegriffen hat. Aha. Und es wird weiter gehackt.
Okay. Hab gerade die Stewardess gehäutet. Schon wieder? Liegt jetzt ein Skelett rum. Warum hängt da ein Skelett? Weil ich sie gerade gehäutet habe. Ist sie nicht einfach nur nackt dann? Nee, ich habe sie gerade wirklich gehäutet. Sie stand gerade im Symbol zum Häuten. Ach so, ja, klar, genau. Damit du ihr Outfit kriegst, aber. Nee, aber ich habe ihr Leder, ich habe Leder abgezogen. Ich habe ja. Das ist ja. Ich wusste nicht, dass das möglich ist. Keine Ahnung, vielleicht ein Bug oder so. Ich habe dir gerade wirklich die Haut abgezogen. Legt jetzt ein Skelett rum. Wow, und dabei bin ich derjenige, der hier Statuen aus Menschenfleisch macht. Ja. Das ist ein bisschen böse. Hey, wo ist der andere? Ich habe jetzt ein Stück Leder bei mir drin. Nee, habe ich nicht. Nicht mal das hat's gebracht. Ich hab's einfach nur nackig gemacht. Die immer. Ich hab's einfach nur gehäutet. Ohne Leder dafür zu kriegen. Ja, stimmt, ich könnte auch mal wieder meinen Steward dessen Outfit anziehen. Das habe ich längst nicht mehr. Ah, scheiße, ich hab's auch nicht mehr. Muss mal wieder zum Flugzeug. Da liegt jetzt nur ein Skelett. Kein Kostüm mehr. Und bei dir. Das ist eins von den Items, die pro Spieler generiert werden. Ich werde hier schon wieder angegriffen. Indem ich jetzt hier auf dem Weg fertig mache, dann bin ich erst dann. Dann können wir das doch gleich beenden. Ich kann gerade nicht sprinten. Und ich zünd das nächste Fleischwerk an. Tag auch. Es ist wunderschön. Wieso sollte man Lampen aufstellen? Auch einfach. Wenn man brennende Fleischhaufen dazu haben kann. Ja. Ich bin immer stolz auf diesen Klumpen mit 5 Gesichtern und 30 Beinen. Ach komm, das ist doch nicht. Das ist doch nicht wahr. Angegriffen worden. Ich bin gerade vor meinem Rucksack gestorben. Belastend. Ich komm kurz rüber. Moment, jetzt bin ich ja eh in der Nähe. Diesmal mache ich auch keine Experimente. Diesmal gehe ich einfach rein und schieße denen ins Gesicht. Letztes Mal waren es zu viele, da konntest du mich nicht. Ja, letztes Mal waren es zu viele und ich habe zu viele auf Molotovs gesetzt. Ich meine, sie sind gut, aber eher gegen einzelne Gegner. Ironischerweise. Du bist blutüberströmt, wasch dich, um eine Infektion zu vermeiden. Ah ja, Infektion war eine Sache bei Forrest. Ich glaube, wir haben sowieso alle mittlerweile. Ich bin da lieber im Wasser, ich mach das gleich. Wenn du mich mal wieder belebst. Der Becken ist schon halb voll. Und jetzt. Dankeschön. Ich hab das Achievement Medic bekommen. Aha. Weil du so oft gestorben bist, dass ich dich schon über 10 Mal hab wiederbeleben müssen. Sind das nicht schon 20? Ich glaube, es zeigt auch 20 an, ich weiß es nicht. Ich bin mal baden gegangen. So, können wir jetzt mal schlafen gehen, oder? Ist das noch nicht möglich? Ich bin gerade mitten im Kampf, Entschuldigung. Hast du Molotov-Cocktails? Ja, die benutze ich auch gerade. Ich sehe es. Folge der Spur brennenden Fleisches, dann findest du mich. Ich bin ganz in der Nähe von dir. Ich habe bloß kein Leben. Ich weiß, ich sehe es. Headshot. Ich werde nicht mitkämpfen, weil ich habe kein Leben. Ich bin so gut wie tot. Ich gehe schon mal schlafen. Hey. Ich sehe nichts. Oh, das Wasser ist so kalt. Der erfriert immer, wenn er im Wasser schwimmt. Das ist auch immer.
Vielen Dank für die Todes-Predator-Sicht. Ja. Achso, ich. Typen nehme ich gerade mal mit. Ich kann übrigens wieder schlafen, also wenn du. Wenn du kommen willst. Ja, ich liebe es, dass man die Beleuchtung von weitem sieht, wirklich. Okay, woran sterbe ich gerade? Vermutlich mit Durst. Vermutlich Durst. Es kommen auch gerade drei Leute zu dir hoch. Die mögen dich wirklich nicht. Kommst du mal schlafen, bevor die. Ich kann es versuchen. Ah ja, sie sind gerade nicht im Weg. Sie trauen sich nicht hierher. Na dann schlaf. Ich schlaf. Sehr schön. Hast du Essen hier? Das brauche ich nämlich wieder dringend. Bestimmt. Das Fleisch hier vorne musste getrocknet sein. Kann ich das nehmen? Ah ja, kann ich nehmen. Ja. Was der auch zum Essen braucht, so ein halbe, so zwei Rehe, zwei ganze Rehe, damit er wieder satt ist. Medizin brauche ich mal wieder. Ja, Medikus. Ich guck mal, wie viel habe ich noch? Ich habe gerade noch zwei übrig, dann muss ich wieder reloggen. Aber ja, klar. Ja, eins kannst du haben. Nimm dir. Wir haben im Zweifel auch noch in der alten Basis, falls es die noch irgendwo geben sollte. Ich habe ein ganzes Regal voll Medizin. Ich kann dir noch welche abgeben. Ich habe noch drei übrig, ja, aus irgendeinem Grund. Ich brauche überhaupt nichts. Wenn ich irgendwas brauche, dann gehe ich kurz raus, gehe wieder rein, dann habe ich wieder alles. Aus irgendeinem Grund hatte ich Medizin. Ich weiß nicht warum, aber. Wahrscheinlich hast du eins auf dem Koffer irgendwann aus Versehen gezogen. Habe ich ja auch alles her. Beziehungsweise ich hatte eins, dann hatte ich zwei, dann hatte ich drei, dann hatte ich alle fünf. Total random. Ja, nee, bei mir war es eine geplante Aktion, weil ich hatte nur eins. Wo bauen wir denn das nächste Totem auf? Auf der Seite habe ich noch gar nichts. Aber von der Seite sollen sie auch kommen. Verbauen wir ihnen mal hier den Weg. Das ist doch schön. Vielleicht auch mit dem normalen. So, weiterbauen. Der Arm sieht doch sympathisch aus. Hier einmal schön auf den Stein. Ein paar Stöcke. Ja, du musst hier auch noch mein Zeug rumliegen, oder habe ich das bei mir? Ich weiß nicht. Bei mir. Ah, ich habe jetzt. Ah, die Stewardess-Klamotten. Ich habe die Stewardess-Klamotten wieder an. Ah, ja. Cool, ich brauche Arme. Arme hast du gerade keine, oder? Nö. Schade. Ich habe nur Getränke. Du könntest unter den Armen verteilen. Was? Fick die Ausdauer wieder. Das ist doch nicht wahr. Hey. Baumfällen. Moin. Wer ist denn bei dir? Hast du Besuch oder was? Wen begrüßt du? Die tägliche da? Arm- und Beinlieferung kommt gerade. Aha. Das ist schön. Na, Angst? Oh, Errungenschaft freigeschalten. Climate Change. Okay. Klimawandel?
Klimawandel. Aber den gibt's doch gar nicht. Und das mit 100. Vermutlich töte 100 Mutanten. Beziehungsweise 100 Einwohner. Ah, ja. Tot. Ich muss sagen, doch, ja, langsam spüre ich. Langsam macht mir das wirklich Spaß, hier einfach zu jagen und einfach wirklich zu Ach nee, das war ein Baumsymbol. Das ist, ich habe 100 Bäume abgeholzt. Das, damit habe ich für den Klimawandel beigetragen. Ich hab einen Wald abgeholzt. Du bist also im Grunde eigenhändig für den Klimawandel verantwortlich. Ja. Klimawandel habe ich auch als Errungenschaft. Ich hab einen Wald abgeholzt. Gut. Dafür war das Achievement. Wir haben bald keine Luft mehr, weil ich das ganze Holz abgebaut, weil ich die ganzen Wälder abgebaut habe. Wie gesagt, du bist quasi allein für den Klimawandel verantwortlich. Sehr schön. Ah, da hinten seid ihr. Am nächsten mit einer Sache kann man sich rühmen. Jetzt baue ich mir aus Holz einen großen SUV und fahre damit durch die Wälder, durch die Ebenen, wo vorher Wälder standen. Ah ja, du hast also die amerikanische Staatsbürgerschaft. Ich meine, wo sind wir denn hier? Es muss doch irgendwo. Ich glaube, England. Sein. Das Wetter weist ziemlich stark auf England hin. Deshalb habe ich es gesagt. Das Wetter ist ziemlich englisch. Ja, Einwohner, die einen nicht leiden können und schlechtes Wetter. Es muss England sein. Ah, da kommt doch jemand. Mensch. Ah, nein, das war nur ein Lurch. Oder? Nein, es sind tatsächlich Leute. Cool. Okay, ich glaube, ich habe mir gerade irgendwie einen Fuß gebrochen oder so. Guten Abend. Ja. Als ich gerade Fallschaden gekriegt habe, hat es uns knack gemacht und der Charakter hat gesagt. Ich glaube, ich habe meinen Fuß gebrochen. Du hast also Fallschaden gekriegt irgendwo. Irgendwie so ein bisschen. Nur ein gebrochener Fuß, nichts Schlimmes. Ach, geht doch noch. Ich sollte vielleicht mal meine Fleischrüstung wieder anmachen. Die bringt ja bei Fallschaden nichts. Ist nur eine Knochenrüstung. Oh, ich sollte vielleicht was trinken. Ist nur eine klare Knochenrüstung, die Fleischrüstung habe ich verloren. Ich habe euch genug Warnschüsse gegeben. Es fühlt sich schon irgendwie gut an, einfach auf die zuzugehen und sie einfach mit einem Schuss loszuwerden. Wie wirft man eigentlich Dynamit? Du zündest es an, dann drückst du linke Maustaste. Wie zündet man das an? Mit L. Du solltest das nicht zu lange in der Hand halten. Nee, irgendwie klappt das nicht. Aha, okay. Und linke Maustaste. Ich glaube, ich trockne mir auch ein paar Arme und Beine. Ich meine, warum nicht? Oh nein. Ich habe gerade eine Dynamitstange gerade nach oben in die Luft geworfen, deswegen habe ich auch nein gesagt. Ja, das sollte man vielleicht nicht machen.
Das habe ich auch schon getan. Okay, hier müssen Beine ran. Mal das Baumfällen mal ein bisschen leichter. Ja, ich meine, wir haben eh unbegrenzt Dynamit, von daher, warum solltest du es nicht tun? Vielleicht kann ich auch eine mal ins Dünner, ins Dorf reinwerfen. In Stange. Das wollte ich vorhin auch machen, ich habe nur den Baum gefunden. Jetzt habe ich den heiligen Baum auch kann gefunden. Ich die Beine denn? Jetzt, wo ich die Lichtung hier gerät habe. Trocknen. Trocknen wir doch mal den Kopf. Den Koffer. Bein. Bein. Arm. Oh, ich hab'n Ball gefunden. Fleisch. Fleisch. Also solltest du jemals Hunger nach Köpfen oder Armen haben? Ich hab. Okay, den heiligen Baum kann man nicht fällen. Nee, kann man leider nicht. Der ist leider nur ein Static Mesh. Aber hier liegt jetzt genug Tölz rum. Da. Hölz. Yep. Das ist isländisches Holz. Hölz. Und der nächste. Okay, ja, alles klar. Wunderschön. Du tötest Leute. Ja, wer bei mir vorbeikommt und nicht du ist, der ist tot. Das solltet ihr mittlerweile eigentlich wissen. Ich weiß nicht, ob die Warnzeichen mit den 3000 verschiedenen hast doch schon brennenden Armen und Beinen nicht genug waren, aber hast doch schon ein Warnschild aufgestellt mit einem riesigen toten Kopf drauf, aber ich könnte ein SOS noch machen. Halt, ich habe hier sehr viele Steine. Sind halt suizidal. Hey. Ich glaub's auch langsam. Habe ich genug Arme? Ja, schade. Einen Arm brauche ich noch. Danger auf das Schild draufgeschrieben und die wollen herausfinden, wer dieser Danger ist. Deswegen kommen die zu dir. Ja, ist deren Problem, ne? Ich habe genug Warnsignale hier um mich herum brennend stehen. Benutze sie schon einfach nur zum Ausleuchten in einem Grundstück. Wir wollen ja den Herr Gefahr mal kennenlernen. Das ist Vorname Achtung, Nachname Gefahr. Mr. Achtung, Gefahr wollten sie mal kennenlernen. Vielleicht wollen sie auch einfach sterben, wer weiß. Das passt. Darf ich hier bitte den einen Arm hinzufügen? Danke. Brenne. Jetzt haben wir schön fleißig weiter Holz. Ja, ich mache jetzt noch einen zweiten Arm hier oben hin. Weil warum nicht? Dann bringe ich das auch wieder ab. Weil ich hab's ja, offensichtlich. So schaut's aus. Die Vögel genießen auch ihr Essen hier. Die fliegen auch. Ist ja alles super. So, wie es sein soll.
Ich baue jetzt hier heute noch die Hütte dort zu Ende. Und ja, falls wir dann irgendwann mal weiterspielen wollen, irgendwie. Vermutlich nicht. Vermutlich bei Forest 2, weil da habe ich wirklich Lust drauf. Das sieht halt in jedem Belang tatsächlich wie ein gutes Spiel aus. Nee, das werde ich dann nicht mehr mitspielen. Da musst du den anderen suchen. Das werde ich wahrscheinlich allein machen. Ich meine, es hat sowieso ein System für NPCs. Von daher, warum sollte ich das dann mit jemandem spielen, der keine Lust hat? So, das sieht doch auch hübsch aus. Aber falls wir das irgendwann mal weiterspielen sollten oder ich das mit wem anders weiterspielen würde, keine Ahnung, dann habe ich ja hier schon mal ein Haus und das ist ja scheinbar wirklich, solange ich in dem Haus bin, bin ich ja wirklich sicher vor denen. Die kommen ja wirklich, irgendwie habe ich es geschafft, dass die hier nicht hochkommen. Und die Treppe hier, die ist wirklich. Ja, weil du keine zerstörbaren Strukturen anhast, weil ansonsten wäre dein Haus halt kaputt, sobald die es nur berühren. Und die kommen da wirklich nicht hoch, die kommen da aus irgendeinem Grund, können die die Treppe nicht steigen.